Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und einer neuen Folge von Temptation Island. Ja, in dieser Folge erwarten uns tiefgreifende philosophische Gedanken von Fabian. Ja, es gibt im Leben gibt's immer die einen Menschen und die anderen Menschen. Im Gegenzug hat sie ja, nachdem jetzt ihr Ex-Freund hier aufgetaucht ist, keine übertriebenen Gedanken, was ihr Freund tun könnte. Vielleicht hat er irgendwas gesehen, was ihm gar nicht gefiel und ist vielleicht sogar nach Hause geflogen. Und Salvatore äußert irgendwie das, was wir alle schon seit Folge 1 denken. Yay! Yeah. Eine wird mir lange noch zu langweilig. Ja, und bevor es jetzt richtig losgeht, machen wir mal da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Nämlich hat Salvatore ja Besuch von Anastasia und Tabea, Rabea, Bea, die andere Blonde, die ihn jetzt zusammen verführen wollten. Und jetzt sehen wir mal, was passiert. Ich hab dann überlegt, soll ich aufstehen, soll ich das nicht machen, aber ich habe gesagt, bleib lieber da, wo du bist. Es ist wirklich besser, dass du angesprungen wirst oder sowas. Ja, schade, er ist nicht fremdgegangen. Ja, warum sage ich schade? Weil Salvatore ein Arsch ist und es Christina mal langsam raffen sollte. Aber naja, noch ist er nicht fremdgegangen. Wir können weiter hoffen. Ja, direkt am nächsten Morgen hat dann Fabian ein Gespräch mit Salvatore und Robin, weil er seine Gedanken dazu äußern musste, was er im letzten Video gesehen hat, Ciania und ihr Ex-Freund Alex. Die hatten sich wohl getroffen und dann war das aber nur freundschaftlich zwischen denen. Dann hat er gesagt, und was er dann nicht verstehen konnte, ist, dass dann danach mehr passiert ist als davor. Ich bin gerade echt schockiert. Also als man dieses Gespräch zwischen Ciania und Alex damals hatte, war das so, Ciania hat sich dumm gestellt wie sonst was. Ich weiß nicht, wovon du redest, ich kann mich an nichts erinnern. Und jeder Mensch, der das sieht, rafft sofort, Alter, die tut nur so, weil dir das peinlich ist oder die es nicht zugeben will oder sonst was. Und Fabian so, ja, alles was Ciania sagt, ist die Wahrheit. Das muss so gewesen sein. Und ich glaube, nochmal zum Verständnis. Ciania hat Alex kennengelernt, die haben viel gevögelt, die haben gesagt, ey Freundschaft, die haben wieder gevögelt. Was Fabian versteht. Sie waren Freunde und plötzlich hat Alex sie verführt und vor sich an sie rangemacht. Ja, machen wir mal weiter. Wenn meine Freundin mir sagen sollte, dass sie nichts mit ihm hatte, dann ohne Spaß, dann lasse ich eine Bombe hier reinfliegen. Wow, 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 das ist ja gar nicht übertrieben. Zusätzlich, wenn Ciania sagt, dass sie nichts mit Alex hatte, wird das wohl gelogen sein. Es ist schön, dass Fabian Ciania so sehr vertraut, dass egal was sie sagt, es stimmen müsste, aber es ist auch schon ein bisschen dumm. Ja, es gibt im Leben gibt's immer die einen Menschen und die anderen Menschen. Danke für diese Aussage. Es gibt die einen Menschen, es gibt die anderen Menschen. Deep. Wirklich deep. Ja, irgendwie wie jede Folge ist es immer Lagerfeuer-Dates, Lagerfeuer-Dates. Wir sind wieder in Dates. Sie sind sogar spannender als sonst. Und Ciania wird direkt trotzdem nochmal auf das Video von gestern angesprochen, weil das Thema kann nicht ruhen gelassen werden. Die haben endlich mal Gossip, den die erzählen können. Das wird jetzt breit getreten. Vielleicht hat er irgendwas gesehen, was ihm gar nicht gefiel und ist vielleicht sogar nach Hause geflogen. Ja, genau, Ciania. Der bricht den Klebevertrag mit RTL, fliegt nach Hause, weil dein Ex-Lover da ist. Und da denkt er sich, ja, dann kann ich die Beziehung direkt hinschmeißen. Das bringt nichts mehr. Vollkommen verkehrte Welt, beide irgendwie, ne? Ja, egal. Dann kommt es zu den Dates und Christina bekommt Armin. Ich muss sagen, ich verstehe mich die letzten zwei Tage mit Christina viel mehr wie mit der Ciania. Ja, Armin, weißt du, woran das liegt, weil Ciania jetzt jemanden besseren hat als dich und dich eigentlich nie wollte, sondern jetzt Alexa hat, ne? Aber schön, wie schnell du wechseln kannst, das ist auch toll. Dann fehlt noch Ciania. Bitte wiederhol es. Ciania. Bitte? Ciania. Bitte? Ciania. Der Name lautet Ciania. Wir sind bei Folge 6 und die kriegen das nicht hin. Alle da. Boah. Bikini ist auch voll schön. Ja? Hast du noch gar nicht angehabt, oder? Doch. Echt? Ja, stimmt. Echt? Ja, stimmt. So mega monoton. Man merkt so richtig, der erinnert sich null dran. Der stimmt einfach sofort zu. Echt? Ja, stimmt. Boah, Armin ist echt so eine Hohlbratze, ne? Auf jeden Fall sind Armin und Christina bei einem Massagedate und sie sollen sich gegenseitig mal massieren, was ein Würfel ansagt. Und naja, Armin fängt in ihrem Gesicht an. Jetzt sind noch ein bisschen die Schminke weg. Ich dachte am Anfang, du bist gar nicht geschminkt. In welcher Welt ist Christina nicht geschminkt? Das ist... Man sieht es... Wie dumm ist dieser Mensch? Alter! Ja, okay, machen wir mal kurz einen Schlenker zu den Männern. Die bekommen ja auch ihre Dates. Hast du Präferenzen? Zwei Stück heute. Zwei Stück? Ja. Das wäre cool auf jeden Fall. Eine wird mir lange noch zu langweilig. Alter, wie eklig ist das? Eine wird mir zu langweilig. Spruch 2. Alter, du hast eine Freundin. Wie kann man nur so darüber reden? Lass wieder zu den Frauen gehen, bitte.
Ich finde, dass man mit Chris ziemlich tiefgründige Gespräche führen kann. Er ist ein Mensch, der gerne zuhört, der gerne Fragen stellt. Ist das eine Schleife? Wow, mega tiefgründig, der Typ. Ist das ein Glas? Ist das ein Handy? Wow. Oh, warte, Tobi, das ist noch nicht fest. Ich wollte es nur draufstampfen. Sorry, das ist noch nicht fest. Ich hau am besten mit der Schaufel da drauf, wo deine Genitalien sind. Super Idee, oder? Ich bin Lena. Hat er ursprünglich mit Patricia mal den Wunsch geäußert, dass wir das lustig fänden, wenn wir uns tätowieren würden. Oh, wie lustig das wäre. Ey, wir kennen uns seit ein paar Tagen. Lass uns doch mal zusammen tätowieren. Ja. Wieso habt ihr das gesagt? Wieso nehmen die mich mit aufs Land? Mensch, geil, du musst mitmachen. Bitte mach mit. Ich habe noch kein Tattoo. Das wird dein erstes. Das verbindet uns mit Janis. Hallo. Wollte Patricia mit dem Argument jetzt dafür oder dagegen argumentieren? Ich weiß es jetzt nicht genau. Also mein Körper wird auch keine weiteren Tattoos mehr bekommen. Aber ich finde, das ist jetzt einfach, was das bleibt. Ja, blondes Mädchen, hast du gut erkannt. So ein Tattoo bleibt. Schön, dass dein erstes und einziges Tattoo mit einem Mann ist und einer Frau, die du seit einer Woche kennst und nie wiedersehen wirst. Wow. Weißt du, das sah mega schön aus und echt cool, dass sie das gemacht haben. Es sah mega schön aus und echt cool, dass sie es gemacht haben. Alter, das sind nur die Umrisse von der Insel, wo die drauf sind. Das ist jetzt echt nichts Besonderes. Lisa ist heute sowieso erstmal mit Single Anthony beschäftigt. Was ist eigentlich immer mit Lisa? Also entweder wird die massiert oder gemalt und jetzt beim Schaukeln angeschubst. Als wäre sie so eine Göttin, die jeder Mann begehren und anbeten muss. Vor allem dieser Schaukeln erinnert mich an irgendwas. Ah, ja. Na gut, indes hat Fabian auch ein Date mit zwei Frauen und sie kochen irgendwas Thailändisches. Vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen? Ja. Ja, du hast so kräftige Hände. Vielleicht kannst du mir dabei helfen. Deine Muskeln. Deine Muskeln? Deine Muskeln. Alter, da weiß ich, warum ich schwul bin. Ne? Das ist doch einfach nur pure Dummheit, die dir da entgegenkommt. Er ist nicht mein Freund. Er wird niemals mein Freund sein. Er wird über Leichen gehen. Er wird seine Tricks anwenden, die er über die Jahre sich jetzt aufgebaut hat und wird versuchen, mir meine Freundin wegzunehmen. Und das hat Fabian alles innerhalb eines 15-Sekunden Videoausschnitts erfasst. Er kennt Alex komplett, alles, was er vorhat, wie es geplant ist. Wow. Boah, Fabian ist echt so unsympathisch, oder? Mein Gott. Ich würde natürlich gerne wissen, wann wusste sie davon? Alter Fabian, wenn Ciania das vorher gewusst hätte, dann wäre sie die größte Bitch überhaupt, dass sie da mitmacht und alles. Ja. Wir haben gute Zeiten gehabt und die waren auch schön. Und ich denke, das können wir gleich nachholen. Sie möchte also die guten Zeiten nachholen. Okay, Ciania. Also ich war mir ja sicher, dass du hier mitmachen würdest. Du warst dir sicher? Was? Was hat RTL da für Leute wirklich? Also, Fabian ist so eine komische Flachpfeife, was seine Ansicht angeht. Aber Ciania ist voll die Bitch, dass die das recherchiert und weiß, dass ihr Ex-Freund da, oder Ex-Loverboy, was auch immer, da mitmacht und das sagt nicht ihren Freund. Salvatore ist sowieso scheiße. Lena ist naiv, dumm. Die komische Göttin da, was ist das alles hier? Was? Oh. Ich mochte dich sehr, ich hatte auf jeden Fall Gefühle für dich. Und genau das ist das, was ich hören wollte. Was? Ich hab gedacht, Salvatore ist der großfremd gehen wird und alles, aber Ciania ist ja hier voll good feelings for my ex. Ciania, nur Gulasch schmeckt aufgewärmt gut. Merkt ihr das? Dass du einfach halt darüber redest, weißt du? Jetzt weint Ciania auch noch. Alter, wenn Fabian das sieht, der denkt auch nur, der hat mit all seinen Tricks meine Freundin zum Weinen gebracht, den kill ich jetzt und geht rüber zur anderen Villa. Oh Gott. Ich muss erstmal schauen. Ich bin ja noch 2-3 Tage mit ihm zusammen in der Villa. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Hat sie gesagt, wie sich das entwickelt? Bitch. Ja, egal, es kommt jetzt zum Abend. Um den Tag perfekt abzurunden, haben wir heute noch eine mega, mega geile Bling-Bling-Party, wie man das hoffentlich schön sehen kann. Ach scheiße, die gab's doch auch noch. Warum ist die wieder da? Die war die ganze Zeit unwichtig. Sie war zum Glück nie auf Dates. Warum ist die da? Also, die war nie auf Dates. Die hat die ganze Zeit nur in der Villa gechillt. Geilstes Leben.
Ja, oder wir gehen rüber und lassen die Tuppeltaum allein. Nee, ich will dazuhören. Oh ja, also gar nicht neugierig. Ist voll okay, Julie. Wow. Die Anastasia ist eine kleine Hexe, auf jeden Fall. Also, sie ist hier reingegangen, hat gesagt, sie hat nichts mehr zu verlieren und das merkt man auch. Sagt die Frau, die sich in der allerersten Folge komplett ausgezogen hat und nackt in den Pool gesprungen ist, vor allen Leuten. Sagt diese Frau. Der Salvatore ist wirklich nur treu, weil hier die Kameras laufen und weil die Mikrofone an sind. Ja, zum ersten Mal sagt Julie was Richtiges und was Kluges. Ich bin total geflasht. Und ja, was das genau zu bedeuten hat. Da, wo der tote Winkel ist, begrüßt man und verabschiedet sich. Am ekelhaftesten ist das Lächeln von dem, oder? Also, Alter, ich hab gedacht, das wird mega langweilig, weil doch niemand so dumm sein kann wie die alle da drinnen. Egal. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir unten in die Kommentare, wird Ciania fremdgehen oder Salvatore oder beide miteinander. Was nicht möglich ist, aber die kriegen das hin. Ja, und ansonsten, wenn ich euch gefallen habe, könnt ihr mir eher ein Abo dalassen und ansonsten ihr weitere Videos von mir ansehen. Ja, das war's dann auch schon und bis zum nächsten Mal. Ciao!